Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Orakel FIFA 18, 19, FIFA 19, Entschuldigung, sorry. Ja, willkommen zurück zu Orakel, zu FIFA 19 und dem Lautern Orakel, dem Betze Orakel. Und ja, ich würde sagen, wir legen eigentlich relativ schnell los. Diesmal tritt am Samstag, also wenn die Folge erscheint, sollte das morgen sein. Oder wenn ihr das kurz vor Spielanfang guckt, heute, am Samstag, der FCK in Rostock an, im Ostseestadion. Und jo, ich würde sagen, lassen wir uns überraschen. Mal gucken, was da noch geht. Alles klar, let's go! Ja, vergessen wir die Trainings. Na, komm ich bis dahin? Passt. Na gut, der war für die Füße. Der war auch so ein bisschen für die Füße. Yay! Wow, ich bin der Erste, der es gemacht hat. Ich frage mich, warum so spät erst der Stadionsound kommt. Jetzt erst. Oh, beste Heimbilanz hat Rostock. Damit geht das Spiel los. Wir lassen heute mal wieder übrigens spielen. Eigentlich hatte ich das ja so mal kommuniziert und will das auch einhalten. Von daher, ja, würde ich sagen, ich bin gespannt. Und der FCK mit Zuck. Nee, ja, da war es. Zuck war vorher. Da ist Henrik Zuck. Verliert den, erobert ihn wieder. Nee, das wird so nichts im Land. Ja, nach dem 2:0 in. Nach dem 0:2 zu Hause gegen Cottbus. War mal wieder so ein. Übrigens, unbesiegbar sind wir nicht. Moment. Na, wenn die Mannschaft sich jetzt wieder fängt, ist alles gut. Ich sollte aufhören, so darüber zu reden. Wenn die Mannschaft sich wieder fängt und kassiert erstmal ein Tor, fängt sich eins. Hahaha. Ha, ha. Ja, 1:0 für Hansa Rostock. Durch Name unbekannt. So cool. Konnte ich leider nicht ganz lesen. Suku. War nur Suku. Ah, das ist ärgerlich. So schnell in den ersten 10 Minuten schon ein Tor reinzukriegen, bevor du noch gar nicht weißt, was eigentlich Sache ist. Hm. Eigentlich schade, aber na, wir kriegen das schon irgendwie wieder hin. Jo, Rostock wieder im Angriff. Und ja, aber Hesel weiß diesmal zu verteidigen. Hatte diesmal mehr Chancen. Ja, wir Thiele. Hämlein. Auf allen Seiten Hämlein. Oh. Und was habt ihr so gemacht? Das geht hier irgendwie so. Ein bisschen Einbahnstraßenfußball. Nein, mein Scherz. Einwurf für die Rostocker.
Und nochmal Einbruch für die Rostocker. Da bleibt einem fast das Wort weg. Und wieder Suku. Nee, das war das Tor von Suku. Ja. Da hatte Hesel wenig Chancen. Maximal stand er da falsch. Dann wäre es ein Torwartfehler gewesen. Ach komm, lass nicht drüber reden. Boah, 2:0 für Rostock. Durch Bülow. Loriot spielt auch wieder mit. Ah ne, der ist ja von Bülow. Mein Gott, wie kann der von da aus nur alleine? Oh Mann. Sternberg verpasst ihn ganz knapp. Das ist natürlich schon Hammer, 2:0 nach 20 Minuten. Keine Ahnung, was sich die Xbox dabei denkt im Moment. Außer nicht viel. Boah, Hesel. Ja. Stürmerfaul. Nee, abseits war's. Stürmerfaul wäre ein bisschen viel gewesen. So, und Kaiserslautern vielleicht mal in einem... Ne, vielleicht nicht. Aufbau zum Angriff, aber das war's dann wohl eher nicht. Ey, Fehlpass über Fehlpass. Oh, ich sehe schon. Doch nicht. Jetzt laufen alle drei vom Spieler weg, vom Ball weg. Mein Gott. Einwurf für Rostock. Nee, das glaubst du doch nicht. Das glaubst du doch nicht. Ich höre schon wieder, wie es alle auf die nicht auf die, sondern auf den Trainer abgesehen haben. Ich gebe zu, ich bin da gerne mit dabei bei so einem Lynchmob. Meistens aber nicht, weil ich sage, boah, der ist scheiße. Gut, bei Franzek bin ich mir manchmal echt nicht sicher. Der ist halt durchwachsen. Manchmal ist er echt durchwachsen. Aber er hat aus der Mannschaft schon irgendwie ein Team gemacht, von daher kann er so schlecht gar nicht sein. So. Ja. Also sicher steht die Abwehr nicht. Das kann man hiermit mal ganz eindeutig sagen. Aber sie sind stets bemüht, den Ball rauszuhalten. Das einzige Problem ist die Fehlpässe. Bestes Beispiel. Einfach für den FCK. Himmlein. Ah, guck mal, er hat ein bisschen Platz. Genau, ja, da läuft. Oh. Lief der oder ist der... Ist der irgendwie gekrabbelt, so langsam wie der war. Das kann doch nicht sein, Leute. Komm, lass Halbzeit kommen. Ey, die geht nicht mehr.
Guck, die Jungs sind fertig. Ey, da noch keine einzige Chance gehabt in der ersten Halbzeit. Nicht eine. Boah. Ja, Rostock führt, verdient 2:0, so bitter das jetzt klingen mag. Aber 5:1 Schüsse, davon 3 aufs Tor, gegen 0. Obwohl die Passgenauigkeit, das sind beide gleich schlimm, aber nee, das ist, kann sich doch keiner angucken. Ach, falls ihr euch wundert, ich werde wahrscheinlich immer wieder die Musik in der Halbzeitpause rauscutten müssen. Dass es dann schon mal zu einer Unregelmäßigkeit kommt, weil sonst kriege ich mal wieder einen Copyright-Claim von irgendeiner komischen digitalen Rechtefirma. Nur damit ihr da so ein bisschen im Bilde seid. Oh, ich wollte gerade sagen, es sah noch abseits aus. Wieder Suku. Boah, es sah ein bisschen nach abseits aus. Also, so nah war er jetzt nicht mehr dran. So weit war er jetzt nicht mehr weg. Vom Tor, vom Gegenspieler schon. Ey. Das geht auf keine Kuhhaut. Also, kannst nur hoffen, dass am Freitag ein bisschen besser läuft. Wieder abseits. Oh, Limmons Rüben muss raus. Nö. Ja, war heute sehr unauffällig. Dafür kommt Ahlbeck rein. Anstatt mal zu gucken. Mein Kopf durch die Wand. Ey, das gibt es nicht. Schön gerettet. Zuck. Ja, so wird das nichts. Das nächste Mal spiele ich vielleicht doch wieder selber. Wobei das eigentlich gegen meine Philosophie war. Kein Problem für Hesel. Sternberg. Na komm schon. Ja, einfach verlautern. Bülow, der Torschütze ist ein 2:0, darf raus. Wird durch Bischof ersetzt. Ah, Thiele geht raus. Mutige Entscheidung. Naja, nicht wirklich. Hat ja nichts gebracht, von daher. So. Der setzt doch keiner mehr nach. Also keine Ahnung. Bei uns in der Jugend, wir haben das mal gelernt. Nachsetzen. Ich glaube, da haben wir schon fast einen Anschiss gekriegt, wenn wir nicht nachgesetzt haben. Oh Mann. Dazu fällt mir nichts mehr ein, ne? Aber auch gar nichts. Außer, what the heck. Unmöglich. Na, wird nochmal gewechselt.
Scheinbar nicht. Wir sind wohl wieder im Buggyland angekommen. Dass es so lange dauert. Ey, wie kann der nur so lang... Ey, 2-0 hinten liegen und nimmt sich erstmal 15 Minuten Zeit, der Blödmann. Entschuldigung, FIFA, aber da habt ihr es echt versaut. Beziehungsweise EA. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wow, da hat meiner mitgedacht. Im nächsten Moment wieder nicht. Zuck. Ja, da. Gut. Boah. Ey, das war eine Torchance, Jungs. Das war eine Torchance. 15 Minuten habt ihr Zeit, das Ganze jetzt in 3 Tore zu verwandeln. Verzeihung. Ey, dem würde ich den Arsch aufreißen, wenn die so langsam wären auf dem richtigen Spielfeld. Da würde ich als Heimtrainer schon sagen, pass mal auf. Aber bei FIFA sind es wohl alles Phlegmatiker. Also, die Spieler. Oder man stellt die unteren Klassen einfach nur so scheiße dar. Damit die oberen besser dastehen. Und ich meine nicht von der Spielstärke. Und von der Spielstärke ist es absolut keine Diskussion. Aber dass in der dritten Liga nur langsame Leute rumlaufen, nur Phlegmatiker, das glaube ich nicht. Ja. Da ist Suku. Wannelbetsch. Bergmann geht, Fechner kommt. Ja, das wird nichts mehr. War noch abseits, ne? Zwei Nasen sogar. Komm, Schiri, pfeif doch ab. Das Elend will keiner mehr sehen. Wofür er 3 Minuten jetzt nachspielen lässt, weiß auch keiner. Ach doch, Auswechslungen. Das ist doch vollkommen random. FIFA macht immer 3 Minuten Nachspielzeit. Wenn Tor fällt, vielleicht 4. Jo. Und damit... ist das Orakel auch schon wieder vorbei. Der FCK verliert gegen den FC Hansa Rostock auswärts 2-0. Mein Tipp wäre jetzt gewesen 2-1 für den FCK. Schreibt mir unbedingt mal eure Tipps drunter. Mich interessiert das ehrlich gesagt. Ja. Da bleibt einem die Spucke weg, oder? Ich weiß nicht, also ich fand das ganz komisch. Egal. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Euer Adok. Ciao.